So, Produzent 1 hat folgendes Entscheidungsproblem. Er will seinen Konsumnutzen maximieren. Sein Konsum ergibt sich aus den Mengen x1a und x1b, die er ja auch selber produziert hat. Und die Wurzelfunktion übersetzt ihm diese Konsummengen in seinen Nutzen. Und diesen Nutzen will er maximieren. Den kann er nicht unendlich maximieren, sondern er hat eine Restriktion, eine sogenannte Budgetrestriktion. Er hat eine Anfangsausstattung von 60 Einheiten. Und die kann er entweder ausgeben, X1b zu produzieren, das kostet ihn eine Einheit, oder er kann X1a produzieren, das kostet ihn jeweils zwei Einheiten. Ne? Die Zahlen sind aus der Tabelle mit den Produktionskoeffizienten. Das Problem hier ist jetzt erstmal auf den ersten Blick, dass wir hier den Nutzen maximieren wollen. Das heißt, wir haben eine Gleichung, die wir über zwei Variablen maximieren wollen. Das geht nicht so gut. Deswegen nutzen wir diese Budgetrestriktion, um eine Variable loszuwerden. Setzen also die Budgetrestriktion hier in die Nutzenfunktion ein. Die Budgetrestriktion können wir zum Beispiel auflösen nach x1b, dann steht da 60 minus 2x1a. Das setzen wir wiederum da ein und erhalten dann folgenden Ausdruck, wo wir dann nur noch über eine Variable maximieren müssen. Maximieren geht so, dass wir ableiten und 0 setzen. Das machen wir da einfach, um das zu sehen. Um das zu machen, ist es ganz nett, das erstmal hier in Potenzform zu schreiben. Also die Klammer innen lösen wir mal auf. Dann steht da 60x1a minus 2 x1a Quadrat hoch 1/2. Das ist die Formel. Wenn wir das ableiten nach x1a, kriegen wir einen Bruch. Also das ist quasi, wir müssen rechnen, innere mal äußere Ableitung. Die äußere Ableitung ist quasi 1/2 mal das Ganze hier hoch minus 1/2, also eine ganz normale Ableitungsregel. Das schreiben wir direkt als Bruch unten in den Nenner rein. Das ist dann nämlich nichts anderes als 60 x1a minus 2 x1a Quadrat. Noch eine 2 dazu. Und die innere Ableitung, die schreiben wir jetzt in den Zähler, ist nichts anderes als 60 minus 4 x1a. Und dieser ganze Ausdruck muss 0 sein, damit ein Optimum gegeben ist. Das ist jetzt ein Bruch. Damit der Bruch 0 ist, reicht es, dass der Zähler 0 ist. Der Nenner darf ja nicht 0 werden, nur im Grenzwert sich annähern. Und das heißt, wir lösen einfach auf. 60 minus 4 x1a ist 0, kriegen wir eben, wenn wir das, die x1a rüberholen, sehen wir eben, dass das optimale x1a 15 beträgt. Und das ist die Zahl, die wir hier rauskriegen. Genau. Und für x1b kriegen wir mit der gleichen Prozedur, wenn wir eben die Budgetrestriktion nicht nach x1b auflösen, sondern nach x1a, können wir das wiederum einsetzen und dann nach x1b maximieren. Und dann kriegen wir eben raus, dass es 30 sein muss. Und wenn wir diese beiden Werte einsetzen, kriegen wir raus, dass der Nutzen bei individueller Optimierung 21,21 betragen muss. Und für das zweite Individuum kann man das genauso machen. Und Sie können sich bestimmt schon denken, dadurch, dass alles gleich ist, bis auf die Produktionskoeffizienten, die spiegelbildlich vertauscht sind, muss das Ergebnis hier spiegelbildlich vertauscht sein, nämlich dass der von dem Gut B 15 produziert und von dem anderen 30 und aber den gleichen Nutzen hat.